Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der Hauptfach. Zusammen mit dem Team, das sonst auch immer dabei ist. Wir haben uns jetzt entschieden, wie es jetzt weitergeht. Also wir werden jetzt wohl dann Schweine nehmen, werden uns von Skippershof Sonnenblumen und Sojabohnen liefern lassen, werden uns von Noob Raps und hier Erdfrüchte liefern lassen. Aber ich glaube Zuckerrüben sind es erstmal. Ich denke, ja, das sollte reichen für die Tiere. Weizen und Gerste kümmern wir uns dann drum. Ja, ich will ja Kartoffeln machen, bloß das Problem ist halt einfach, dass ja, aber so viele Kartoffeln brauchen wir nicht. Ich habe ja, ja kein 1000 Schweine. Man braucht ja keine Kartoffeln. Alter, wer hat da im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche LKWs, die herfahren? Man hört das Auto anscheinend an der Autobahn oder so. Oder an der Schnellstraße. Nee, das ist eigentlich eine relativ kleine Hauptstraße hier. Naja, wenn keine man Hauptstraße nennen kann. Du musst verstehen. Nicht mal. Bei Clemens, ein Dorf in Ostdeutschland, ist so aufgebaut, es gibt eine Straße und an dieser Straße stehen die Häuser und gut ist. Ja. Ja. So. Das, habt ihr das keine Fenster, Clemens, oder so? Doch, aber ich hatte das eben auch. Hätte eingeschlagen. Keine Fenster. Ah ja, keine Ahnung, das ist so laut, als ob keine Fenster da wären, ey. Ja. Oh, hört halt extrem, ne? Wenn du Fenster schon einfach verglast mit Holzrahmen. Ja. Nee. Und kaputt leider, ne? Ja. Diese Glasbausteine. Ja, eben als mir der PC abgestürzt ist, habe ich das mal eben eingeschlagen, ne? Er hat ein Fenster aufgemacht, weil zu viel Rauchentwicklung im Zimmer war. Deswegen hatte ich das bis eben auch. Eigentlich besteht ein Fenster aus einem durchsichtigen Lego-Stein. Ja, genau. Hat er einfach abgebaut. Auch geil. Nee, Lego-Steine kann ich mir nicht leisten. Hat er oben die erste Reihe weggenommen, damit er so ein bisschen Zirkulation in der Luft hat. Und Noob, außerdem im Osten gab es ja nichts, also es gab auch keine Lego-Steine. Ja, da gab es auch was anderes. Gibt ja genug geile Trecker. Konkurrenten. Ja, stimmt. Also Kirov jetzt ja, der Rest nein. Doch, ZT ist auch geil und Belarus nein. Geht auch klar gut. Belarus ist aber kein so DDR-Produkt, das ist ein russisches Produkt. Ich wollte gerade sagen, das ist Weißrussland, glaube ich sogar. Ja, Weißrussland müsste sein. Ah, die letzte Diktatur Europas. Aber die fahren nach hier auch Hof hier noch immer ordentlich rum. Die Nachbarn haben auch ein ZT. Nee, in Belarus meine ich. Oh Gott. Ja. So, Clemens, hast du das mitbekommen mit dem 800er? Was denn? Wegen die dezente Umbaumaßnahmen. Ja. Ich muss mir das angucken, ne? Also. Ich fand das sehr löblich von euch, ja. Ich habe das gelesen, finde ich gut, ja, dass er das jetzt so macht. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei Giants ist, aber ich würde mir den John Deere umbauen. Dass da oben zumindest mal eine Rundumleuchte drauf ist. Welcher? Meinst du die Raupe oder was? Der Gator. Weil wir brauchen was, um unseren Wartungsanhänger zu ziehen. Da wir keine Lust nehmen auf Pickup nehmen haben. Den V8 Pickup. Nee, der Scheiße. Pickup. Der Scheiße. Aber einen geilen Sound. Das ist mir egal. Sieht scheiße aus. Bendo? Ja. Welche Felder sind bei dir mit Gras angesät? Das Feld. Das, wo du ja drauf ist. Das, wo ich gerade drauf bin, die 86 und die 104. Und ich glaube die 111er, da bin ich mir nicht sicher. Ja, die auch. Also wenn ich bei der 111 mähe, können wir anfangen. Also wir bräuchten 3 Abfahrer mindestens, wenn nicht besser 4. Ja, ich bin... Abfahrer haben wir doch mit Clemens, Lukas und mir. Ja, und ich fahre auch noch ab. Warte mal. Wenn ja, okay, dann haben wir 5 sogar, aber einer muss halt den Häcksler fahren, ne? Du nimmst den 1050 und? Meinen Anhänger. Und deinen Anhänger. Einmal haben wir hier noch den 39 mit der Alu-Kippmulde, der eine 800er steht hier schon mit dem Sivan. Wir haben hier auch noch, wir haben hier noch einen Shootemaker bei uns auf dem Hof, den können wir auch nutzen. Ja, den nehme ich. Gut, dann kommen wir mit unseren 2 Anhängern, mit unseren Traktoren und du brauchst dann nur 2 Anhänger und... Ja, wir fahren dann mit dem Krampe und mit dem Shootemaker, ne? Aber wer fährt denn Häcksler? Ich nicht. Lukas, willst du Häcksler fahren? Nee, danke. Was war nicht drauf bezogen mit dem Räuspern, dass ich das nicht machen wollen würde, sondern ich muss einfach räuspern. Ja, aber ja. Was war die jetzt danach? Ich hab versucht schon seit 5 Minuten zu unterdrücken. Das kratzt einfach wie bekloppt gerade. Ich flute quasi meinen Rachen gerade mit Flüssigkeit, aber es hilft nicht. Oder sonst fahr ich erstmal Häcksler, wir können ja sonst auch zwischendrin mal tauschen. Okay, das hat sich aber gerade auch falsch angehört.
kippe gerade massiv Kohle an mir rein. Oh, das ist aber bei offenem Hals nicht so geil. Geh mal, du fährst dann. Hört man im Silo, ne? Ja, ja. Nee, dann lassen wir das mit dem Silo fahren erstmal. Was? Ja, ich weiß nicht, wir brauchen. Ja, mit drei können wir auch schon hin. Mindestens besser werden vier. Ich glaube nicht, dass du so viele Abfahrer brauchst. Meinst du, drei reichen? Ja. Wir sind nur mit deinen sogar letztens an deinem Hof klargekommen und so weit ist das hier gar nicht. Ja, aber die Abfahrwege sind weiter, weißt du? Ja, aber ja, nicht so aber weit. Was für ein Volumen du hast. Ja, ich glaube auch nicht, dass du hier so schnell voll wirst. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich arbeite hier mit 9 Meter oder so. Der Big M mäht mit 9 Meter und da kommt eigentlich einiges rum, aber man kann das ruhig auch mit 1 bis 2 Abfahrern machen. Ich denke auch, die Wege sind ja nicht so weit. Mehr kein Traktor und die mehr 40 fahren. Damon, du fährst Häcksler, ne? Naja, kann ich machen. Lukas, du nimmst dann den 39. Ich würde gerne mal einen 824 hier nehmen. Was? Ich würde gerne einen 824 nehmen. Nee, nimm mal den 39, weil der hat die Alu-Kippenmulde dahinter, geht mehr rein. Wobei. Ja, wir können es ja mal gucken, er kann ja mal ruhig mit dem anderen fahren und mit dem Shooting Maker. Da passen ja auch fast 40 Kubik rein. Lukas. Da gehen 48 rein. In was? In den kleinen Shooting Maker? Ja. 48,5 glaube ich. Lukas, der eine Shooting Maker steht hier am Hof. Dann schiebe ich mit dem 39 Silo. Du weißt nicht und fänd, ne? Wenn es gar nicht reichen sollte. What? Ich hab auch noch was. In dem kleinen Shooting Maker gehen mehr rein als in den Daimler. Ja, das ist ein Häckselwagen. Ja, der Daimler doch auch. Da steht doch sogar hinten dran, ein Abschiebewagen. Ja. Das ist eigentlich ein Abschiebewagen. Oh. Diese LKWs, ne? Kannst nicht mal eine langgezogene Kurve fahren, ohne dich zu drehen. Ja, ich nehme aber ich finde mit den 9 Meter Abstand, das sind sehr, sehr schöne Reihen, muss ich sagen. Also ich fahre aber hier ohne GPS, also der Hexerfahrer muss auch ohne GPS fahren. Ja, ja, klar. Ich müsste erstmal gucken, wie das alles funktioniert jetzt. Es klappt, ein Pickup runter, Motor starten, Feuer. Nee, vorher nee, Motor starten. Ich wollte gerade sagen, Motor startest du eigentlich als erstes, aber naja, ne. Ach Quatsch. Das Rohr wird schön mit der Kurbel rausgefahren, ne. Ja. Schöne Handbetrieb. Wie in Ostdeutschland. Damit kann Clemens sich hier aus. Da steht einer hinten drauf und dreht das Römer von Hans, so wie er es braucht. Ja. Und einer sitzt unten in der Trommel drin mit dem Messer und zerhackt quasi. Ja, und schnetzt so das Gras kaputt. Ja. Panzer. Soll ich jetzt noch die Spüle ausbringen? Ja, das dauert noch. Wie viel Gärreste haben wir denn eigentlich noch im Lager? 800.000. Zu viel. 800.000 haben die eigentlich immer bis zum Anschlag voll. Nee, in dem vorderen sind keine 800.000 mehr drin, in dem hinteren aber. Wir könnten also quasi auch mal gülen mit eurer Gülle. Oder wollt ihr das nicht verkaufen aktuell? Doch, wir haben zu viel, also insofern. Aber das wäre vielleicht für die Wiesen nachher ganz interessant. Weil das dachte ich eben auch, als ich hier über die Wiese gelaufen bin, könnte man eigentlich immer denn danach Gülle drauf fahren. Ja. Jetzt, wo man auch eine Textur hat, nicht nur schwarz macht. Echt? War das vorher nur schwarz oder was? Na, wo dunkler. Halt, wo dunkler, ne? Aber man sieht echt schlecht. Aber jetzt sieht man es gut. Oh, gut. Jetzt sieht man es gut. Jetzt sieht das dann eher so aus, als ob da helles Grün mit ein bisschen British Racing Green drauf ist. Wir können ja auch auf die Felder auch Gülle drauf fahren. Ja, wir können ja gucken. Wir meinen jetzt sowieso erstmal hier das mit den Wiesen und dann müssen wir gucken, was wir bei uns machen. Ich werde für die nächste Aufnahmesession auf jeden Fall die Dings draufnehmen, diese eine Gabel da und dann. Ja, damit stapel ich die ganze Map mit Ballen. Ja, das musst du jetzt auch nicht machen. Also, wir werden auch nicht zu viel Ballen aufheben aus Performance-Gründen. Ich denke, von Heu und Strohballen jeweils mal 20, weil Ballen hast du relativ schnell gemacht. Ja. Ach, der Häcksler ist schon da, okay. Krass. Ja. Wir fangen aber nicht hier an, wir fangen bei der 101 an, oder? Okay. Ja. Ist das Latte? Ich fahre nicht Häcksler. Ich fahre jetzt noch bei den anderen Feldern. Ich habe jetzt noch 3 Felder zu mähen und dann geht's los. Wenn du musst bei dir eigentlich getiefenlockert werden?
Ich glaube nicht, ich habe jetzt letzten, wir haben alle Felder gepflügt, bevor wir sie angesät haben. Okay, dann dauert's noch. Ich denke, ja, das wird noch. Du musst ja das erstmal Mais machen. Bitte? Du musst halt Mais oder was Mais machen. Nee, Mais habe ich gerade Mais gehört. Welches Feld hattest du gesagt? Achso, ein Maisfeld haben wir noch. Das können wir, wenn wir wollen, noch gerade so mitmachen. Das ist so ein Mini-Maisfeld. Das ist die 85. Und der Picker? Du, wo wollten wir jetzt mit Grashäckseln anfangen? Auf der 101. Wir können aber auch hier bei der 86 anfangen, wenn wir jetzt. Mir ist das egal. Ist schon belastend, dass der Teleladder 0,6 Stunden runter hat. 101 gehört dir doch gar nicht. Schon belastend, dass der LKW schon fast 5 Stunden also läuft. Du hast 5 Stunden am Abfahren. So, läuft doch. Ja, mir ist egal. Ich hätte sonst gesagt, dass wir hier oben anfangen, weil... Und euch näher zu eurem Hof arbeiten. Okay, genau. Das Feld, das am weitesten weg ist, ist die 104. Dann. Ja, dann fahr ich da. Gut, dann fangen wir an dem an. Aber wir werden uns noch Wiesenfelder definitiv holen. Wir wollten ja die 113 auch noch zur Wiese machen und die 114. Die haben wir noch gehabt. Du meinst die 13 und die 14? Ja. Ja, die würde ich schon sagen da unten, weil das denke ich macht Sinn. Aber muss ich ein Feld opfern mittlerweile, ne? Für Lager. Mir opfern auch eins, mir werden die 88, da werden wir unsere Stelle draufstellen. Ja, wir haben keine geraden Flächen, wir müssen uns sonst kaufen. Wo wir das denn alles hinstellen können. Oh, ich habe aber so Angst von dem Platzieren der Höhe, der Stelle, ne? Ja, ich weil ja. Ich habe, weil du kannst ja nichts mehr rückgängig machen mit diesem scheiß Terrain da. Sex. Ich krieg das hin, ich hab das schon. Gut. Ich krieg das hin, bumm, alles versaut. Ja, ich wollte gerade sagen, mach's noch kaputt. Man darf nur nicht, heißt das, planieren oder so. Ja, haben wir mal auf, haben wir mal ein ganzes Feld planiert. Ja, mit einem Klick. Welche Felder müsst du denn jetzt noch alle mähen? Alle bis auf das eine, das ich jetzt hab. Das dauert noch einen Moment. So kann noch 5 Folgen dauern. Ne, 5 Folgen dauert das nicht mehr. Ich denke, ich werde die Folge jetzt hier noch mähen. Dann werde ich das andere gerade auf Screen schnell machen. Ich muss jetzt noch 3 Felder, also mit dem hier noch 3 Felder mähen. Aber das größte ist jetzt gemäht. Naja, ich begebe mich mal den Palettenstapelungskünsten. Das ist ein guter Plan. Die Paletten sind schon wieder durch die Gegend. Den Mais könnt ihr aber, wenn er wollt, jetzt noch schnell weghäckseln bei der 85. Das ich bin am Gülle fahren. Ja, da brauchst du nur einen Abfahrer, das ist ein kleines Feld, das ist ungedüngt. Wo? Oh. Also wenn du gerade in der Zeit hast. Im Anschluss, das können wir jetzt vorab machen, bis ich fertig mit dem Mähen ist, das dauert. Aber wie ihr möchtet. Mir ist das so hoch wie breit. Ich würde es ja prinzipiell einfach mit einem Drescher ernten. Nee. Schweinemast. Du brauchst Körnermais. Ich hab schon jede Menge Körnermais. Du brauchst schon unendlich viel Körnermais. Bitte? Du brauchst unendlich viel Körnermais. Das ist halt Haupt. Ich glaube, das ist Haupt. 50% Produktivität nur durch Mais. 5%. Immer musst du dann fliegen. Ah, ist ja kein Problem. Also, Bento? Ja, oh, ja. Drescht ihr euch das dann selber oder müssen wir das euch dann auch noch dreschen? Ja? Nö, wir können das uns selber wegdreschen, dann ist kein Problem. Es sei denn, es ist die längere Zeit noch keiner von uns da, dann holt euch den Drescher und macht das. Einfach. Also sonst kann ich jetzt, wenn du jetzt noch am Mähen bist, kann ich dir das sonst auch schnell runterdreschen da. Ja, wenn du willst. Wie gesagt, wir haben ein Maisgebiss. Den Anhänger haben wir auch noch frei, den kleinen Krampe. Du bloß wenn mal Lohnerstatus eben geben. Eine Folge oder? Ja, wir sind in der Folge. Wir sind in der Folge immer noch, klar. Kann ich joinen oder er nicht? Er nicht. Ja, du okay. Aber ich glaube, so lang, ganz so lang dauert es auch nicht mehr. Ne, wir haben noch 30 Sekunden, dann hast du gepackt. Dann kannst du joinen. Wenn du dann für den Gras, was machen wir für den Preis? Du hast gesagt, doch irgendwas zwischen 60 und 75 pro 1000 so. Liter. Ja, wir treffen wir uns in der Mitte. Was ist die Mitte von den zwei Zahlen? 67,5.
Was? 67,5. Na gut, dann machen wir 70, dann ist okay. Wo liegt denn dein Maisgebiss? Auf dem Anhänger. Das ist aber hinter der einen Scheune. Das ist da, wo ich fahre, hinten dran. Das mit dem Mais, wir müssen ja eh mal, nach dem dritten Durchgang muss man ja eh flüten, dann müssen wir bei dem zweiten Durchgang Mais machen. Nee, im dritten Durchgang. Wieso? Wieso nach dem zweiten Durchgang, ja klar. Nein. Ja genau, der dritte Durchgang muss dann Mais sein. Ja, aber der nächste Durchgang wird noch kein Mais, der nächste Durchgang wird wahrscheinlich Gerste jetzt bei uns. Genau. Hier auf dem Leguan Quattro oder was? Genau. Liegt das drauf denn? Okay. Clemens? Ja. Aber am besten fährst du das mit dem Traktor da raus, mit dem Mähdrescher, der hinten dran ist, ein bisschen frickelig. Ach wart. Das weißt du jetzt nicht, aber ich hatte mit Lukas das gestern durchgerechnet. Wir hätten wir diese Maismonokultur beibehalten, hätten wir das mit dem Pflügen gelassen. So, aufgrund dessen, dass wir jetzt sagen, wir machen das für Bendo, dann werden wir weiter nach dem dritten Durchgang mit dem Mais pflügen. Jetzt häng ich da. Gut, die Folge ist durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir wahrscheinlich jetzt aber schon anfangen mit dem Häckseln. Also ich werde das da jetzt offscreen noch wahrscheinlich fertig machen. Und dann sollte es losgehen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.